Leute, es tut sich was in Bayern. Immer mehr Menschen sparen Geld, indem sie auf gebrauchte Dinge zurückgreifen, anstatt neu zu kaufen. Und dafür gibt es neben vielen anderen Möglichkeiten die Gebrauchtwarenkaufhäuser. Zum Beispiel die Halle 2 in München mit Stammsitz in Pasing und bald weiteren Ablegern in der Stadt. Gut erhaltene Dinge wie zum Beispiel Möbel, Spielsachen, Sportgeräte, Dekoartikel, Haushaltswaren, aber auch IT- und Elektrogeräte sind einfach viel zu schade, um sie wegzuschmeißen. Und genau die werden an allen 12 Münchner Wertstoffhöfen gesammelt und zur Halle 2 gebracht. Dort werden sie geprüft und wieder zum Kauf angeboten. Stichwort Lebenszeitverlängerung. Da ist immer was Witziges dabei. Auf geht's, schauen wir uns das an. Wir sind in der Halle 2, ein Gebrauchtwarenkaufhaus. Wofür steht das eigentlich? Also wir sind der Second-Hand-Store der Stadt München und wir stehen dafür, wiederverwenden statt verschwenden. Unsere Ziele sind natürlich Klima- und Umweltschutz und in dem konkreten Fall versuchen wir, viel mehr gut erhaltene Dinge wieder in den Umlauf zu bringen und damit Abfälle zu vermeiden. Jeder, der bei uns einkauft, trägt seinen Teil zum Umweltschutz bei. Hier gibt es so viel zu entdecken. Was bietet denn die Halle 2 noch alles? Jeden Samstag ab 11 Uhr eine sehr interessante Versteigerung mit ausgesuchten Artikeln, mit ausgesuchten Gegenständen. Dann sind wir bei eBay Kleinanzeigen vertreten und dann auch die Möglichkeit des Click and Collect, das heißt über unser Shop-Telefon bei uns hier zu shoppen. Preis liegt bei 6 Euro. Super, kann ich die morgen gleich abholen? Sehr gerne. Ey Leute, 10 Euro, das ist ein richtiger Schnapper. Warum kaufst du gebrauchte Möbel? Weil ich finde, gerade für Kinder braucht es nicht immer neue Möbel. Es gibt so viel gebrauchte für einen billigen Preis und nachhaltiger. Inwiefern sind denn Gebrauchtwarenkaufhäuser wie jetzt hier die Halle 2 gut für die Gesellschaft? Also gut für die Gesellschaft natürlich in dreierlei Hinsicht, weil einerseits gibt es gut erhaltene Dinge zu günstigen Preisen. Der andere Punkt ist natürlich der ökologische Mehrwert, den wir hier bieten. Und sozial punkten wir auch, indem wir nämlich mit sozialen Betrieben zusammenarbeiten, die die Wiedereingliederung von ehemals Langzeitarbeitslosen ins Berufsleben fördern. Das klingt mega. Ganz klar, auch wenn ihr etwas vorbeibringen möchtet, seid ihr hier herzlich willkommen. Achtet jedoch darauf, dass die Gegenstände noch in einem guten Zustand sind. Das heißt, ihr fragt euch am besten selbst, würde ich das noch einer guten Freundin oder einem guten Freund weiterschenken? Sarah, Gebrauchtwaren-Shopping? Ist angesagt. Na dann los, da lang!